Jetzt kommt eine sehr ausgeschlafene Frau zu uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Alleskönnerin, eine Frau, die mehr oder weniger zum Star geboren ist. Hier steht im Dossier, bereits als Fünfjährige wusste sie, dass sie Schauspielerin werden möchte. Die Eltern haben sie ausgelacht, zu Recht wahrscheinlich. Aber sie hat andere Wege gefunden, um berühmt zu werden. Sie ist ein erfolgreiches Model, sie ist Modedesignerin. Hier ist die TV-Köchin Silvia Schneider. Liebe Silvia, schön, dass du da bist. Magst du etwas trinken? Sehr gerne. Was denn? Wasser, bitte. Wasser? Trinkst du auch manchmal so viel, dass du vollkommen sturzbetrunken im Taxi speibst? Oder ist das, oder ist es so, dass du immer den Stil und die Etikette sozusagen bewahrst? Nein, passiert schon. Ja? Ja, also weil du wirst schon das, was du gesagt hast, noch nie, Gott sei Dank, aber auch ich verliere die Kontinuance, ja. Aber ja. Hast du dann immer ein besonders schickes, kleines Speibsackerl? Ja. Zumindest? Hast du das in der Kollektion? Nein. Nein, es wäre aber eigentlich eine ganz lustige Idee, in Zusammenhang mit der Kochsendung eine eigene Speibsackerl-Linie. Speibsackerl, ja. Ja. Silvia Schneider, Speibsackerl. Hier steht, du liebst eigentlich Deftiges. Schweinebraten, verschiedene Leibchen, Innereien. Ja, du wirst es nicht glauben, ich habe heute sogar einen Schweinsbraten gemacht. Wirklich? Ja. Gemacht? Ja, Schweinsbraten. Und auch gegessen? Auch gegessen, ja. Ganz? Ja. Nein, ich habe ihn geteilt mit lieben Freunden, die da in der zweiten Reihe sitzen. Ja. Und die haben auch. Wenn wir die jetzt fragen, ob es gut war, werden die natürlich sagen, ja klar, oder? Ja, die einige arbeiten auch für mich, also die müssen sagen. Ja, die müssen das dann sowieso sagen. Ja, aber das Interessante deiner Kochsendung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber man merkt dir wirklich an, dass dich das interessiert. Du bist keine Puppe, die da steht und irgendwas macht, was der Regisseur will, sondern du interessierst dich wirklich für die Zwiebel, die da geschnitten wird. Du interessierst dich wirklich für das Gericht, das dann rauskommt. Das kommt rüber. Und das nee, auf alle Fälle. Es ist ja auch meine Aufgabe als Moderatorin, ist ja eigentlich nicht, dass ich perfekt koche, sondern dass ich den Koch perfekt aussehen lasse und dass ich die Fragen stelle, die das Publikum zu Hause vor dem Fernseher stellen würde. Ja. Und um das geht's, dass man einfach fragt und unverblümt fragt und dumm fragt oder gescheit aber fragt. Aber wieso hast du dann eine Kochausbildung jetzt gemacht? Weil das war ja überhaupt nicht notwendig. Ja. Völlige Überqualifizierung für den Job. Ja. Ich weiß, der ORF für alle. Nein, mir war es irgendwie so ein Anliegen, ich habe jeden Tag mit den Köchen zu tun. Und ich kriege jeden Tag die gleichen Probleme von denen zu hören, ne? Das Personalmangel und es ist keine Zeit und es ist wenig Geld und es ist anstrengend und so weiter. Hektik, und Druck, Kokain. Ich wollte einfach hast sehen, du das erlebt in der Kochausbildung? Nein, ich habe im Fernsehen, aber nicht beim Kochen. Das hast du alles beim Fernsehen? Das war aber sicher früher noch, bevor du zum ORF kamst. Wahnsinn. Das finde ich sehr beeindruckend. Aber liebe Silvia, ich meine, du hast ja so viele Talente. Heißt das, du bist jetzt ausgebildete Köchin? Wird auch ein Restaurant folgen, das deinen Namen trägt? Nein, also mir war wirklich wichtig, dass ich quasi ein Zeichen setze für die österreichische Gastronomie und auch vielleicht andere begeistere, die in einem späteren Weg vielleicht Kochköchin werden wollen. Ja. Das war einfach so, einfach dieses Dankesagen der österreichischen Gastro gegenüber. Ihr macht einen super Job, es ist lässig, danke. Ja, schon, aber die Grundidee ist natürlich, dass du jetzt auch hackelst in einem Restaurant. Weißt du, ich bin sehr solidarisch, ich mache jetzt die Ausbildung, aber ich komme nicht hackeln. Na, die brauchen Köchinnen und Köche. Ich habe im Rahmen der Ausbildung habe ich tatsächlich ein Jahr lang als Lehrling in einem Restaurant gearbeitet. In einem großen Restaurant, ja. Wo ein Hauben Christian Göttfried in Linz, drei Hauben, Morgendienst, Mittagsdienst, Abenddienst, das war ganz, ganz normal. Waren die Gäste nicht irritiert? Wer ist das denn? Die kenne ich doch es nicht. War lustig, weil wir haben das ja so lange geheim halten müssen. Ja. Und dann war aber trotzdem so, dass ich irgendwann einmal rausgegangen bin und dann war, ist das die Schneider in der Küche? Ja eben, da denken sich die Leute, die ist völlig am Ende, die muss jetzt köchen. Was ist mit der passiert? Oder? Die musste abwaschen, die hatte kein Geld dabei. Ja. Ja, es war schon, mein Chef hat, also der Christian Göttfried, hat sehr viele Flaschen Champagner in dieser Zeit gewonnen, weil er mit vielen Gästen gewettet hat, dass die Schneider tatsächlich bei ihm in der Küche arbeitet. Ja. Und die waren sehr überrascht, wie sie dann in die Küche gekommen sind. Ich bin dann dort gestanden und habe Zwiebeln geschnitten. Ja. Du bist aber natürlich nicht Köchin, sondern eigentlich TV-Moderatorin, du bist Schauspielerin, du bist Modedesignerin. Es gibt ein eigenes Magazin, Frag Silvia. Wer kauft das denn? Ja. Na, im Ernst, ich meine... Ja,
alle, weiß es nicht. Alle wunderbare Menschen kaufen das. Da sind tolle Rezepte drinnen. Da ist jetzt gerade drinnen, wie man sich auf Weihnachten ganz gut einstimmen kann. Ja, aber das weiß hast ja jeder, du wie alle Weihnachtsgeschenke nein, schon? Nein, die kriege ich doch erst am Heiligen Abend. Aber das ist... Das heißt, es ist ein Magazin. Es gibt ja viele, die ein eigenes. Barbara Schöneberger hat auch Barbara das Magazin. Richtet sich das an junge Frauen oder auch an Männer? Querbeet. Ich habe auch einige Herren, die das Magazin gerne lesen oder anschauen, je nachdem. Ja. Und ja, da sind sehr, da sind. Nein, das ist toll. Ich schaue es ja nur wegen der Bilder an, ich ehrlich weiß. Gesagt. Na, man sieht natürlich die Silvia gerne. Alles Liebe, eure Silvia. Hast du den Text wirklich geschrieben oder war das ja. ein Ghostwriter? Na, also aufs Christkind warten und Tee trinken. Es gibt fast nichts, was eine schöne Tasse Tee nicht richten kann. Guter Satz. Es ist einfach ein buntes Magazin, was eine gute Stimmung vermittelt. Also ja. von Kochen über Vorbereitung, über Basteln ist alles drinnen. Es kommt zweimal im Jahr raus und es ist einfach zweimal was Nettes nur. Zum Lesen, was Gemütliches mit schönen Geschichten. Zweimal im Jahr ist aber sehr wenig, weil du bist doch so eine Workaholic. Ich dachte jetzt, dass das täglich quasi... Nein. Na, aber weil du so viel machst, ich meine, du arbeitest ein Jahr in der Küche, machst daneben Fernsehen, bist ja eigentlich Juristin, bist du auch irgendwo als Anwältin noch immer tätig? Na, ich habe ja nur das Jus-Studium absolviert, ich habe aber nie als Juristin gearbeitet. Und du weißt aber, wie viele Anwälte Juristinnen brauchen auch. Ja. Könntest du das nicht jetzt nachholen? Oh Gott. Oh, nein, ich glaube, das sollten andere machen. Ich bin jetzt in der Fernsehwelt sehr, sehr glücklich und ich bin in der Küche und in der Kochshow sehr, sehr glücklich. Ja, aber du bist Boxerin, du boxst regelmäßig. Ja. Vor allem Tänzerin. Du bist Tänzerin. Ja. Du hast gestern sechs Medaillen gewonnen bei einem Tanzwettbewerb. Ja. Platz 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das ist toll. Ja, hast du Dancing Stars gewonnen eigentlich damals? Nein, aber das hat die wunderbare... Abgelost bei Dancing Stars und trotzdem die Wettbewerbe dann... Ja. Ja, das ist mal. Nein, ich habe jetzt am Wochenende ein Tanzturnier gehabt. Ja. Genau, tanzt ihr? Seid ihr gute Tänzer? Ja, wir sind sehr gute Tänzer. Ja. Wir tanzen zu zweit ähnlich. Ja. Ich bin ganz guter Tänzer, ich meine es ernst. Ja. Ja. Liebe Silvia, wir müssen über das reden. Du hast einen Lippenstift kreiert. Ja. Der heißt die ultimative Ratte. Und diese... Red als Farbe natürlich, ja. Und dieser Lippenstift ist fantastisch. Ich habe gelesen, du hast 2 Jahre lang gearbeitet an der richtigen Farbe. Ja. Ist das so schwierig für einen Lippenstift? Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Stift. Was war das Schwierige, diese Farbe zu kreieren? Ich wollte unbedingt, dass das ein Rot ist, das allen Frauen steht, also allen Haarfarben und allen Hauttypen. Ja. Und das hat so ein bisschen einen Blaustich drinnen, dass die Zähne ein bisschen weißer aussehen als wie sonst. Und also auch für die verrottete... Ja. Ja, es ist toll. Ja. Es ist toll. Und er ist preislich auch erschwinglich, obwohl er ein High-Class-Produkt ist. Ja, so ist es. Und ich habe allen Gästinnen im Publikum einen Lippenstift mitgenommen und den würde ich dann gerne nachher Weihnachten, wie Weihnachten, das ist ja lieb. Toll.